Liebe Gemeinde, liebe Crew, willkommen zurück hier an Bord der Fortsetzung und wir begeben uns auf das nächste Abenteuer. Wir haben gehört, dass unser werter Freund Duke, den Bärmo sprechen wird, wieder mal was uns zu melden hat. Quatschen wir ihn an. Yo, also auf zu neuen Ufern, bereit, deinen Mut bei den Schiffsratten unter Beweis zu stellen? Dukes Angebote durchstöbern. Also, ich kann mit dem Typen nicht reden, das ist strahlend. Du kannst mit dem Typen nicht reden. Das schließt sofort. Wie, das schließt sofort? Das schließt sofort, das drückt F und es schließt sofort. Geh mal ein bisschen näher ran, vielleicht funktioniert das dann. Ach, lustig. Der hat lustiges Zeug. Ja, also können wir jetzt mal im Angebot sehen, was er gerade zu bieten hat. Genau. Gibt's Kleider? Ja. Es gibt Kleider, Luke. Es gibt ein Kleid, so. Es gibt einen Hut, einen Mantel und den Rest kann man, der Rest dieser Dublonen kann man später einsetzen für entweder Geld oder Ruf bei den verschiedenen Handelskompanien. Ach ja, das wird schon. Aber erstmal, was gibt's Neues, müsste sein, oder? Genau, was gibt's Neues? Wir Schiffsratten haben uns eine Herausforderung für alle Piraten ausgedacht, die gerne auf Entdeckungsreise gehen. Versuch es ruhig, aber ich bezweifle, dass du das Zeug dazu hast. Sekunde mal, Windows sagt mir gerade, dass wichtige Updates ausstehen. Ich muss dir mal ganz kurz sagen, dass es gerade ganz blöd ist. Das hat es gestern auch. Windows, nein, nicht heute. Wie wär's mal mit dem nächsten Donnerstag? Nächster Donnerstag ist gut. Windows, das ist eine ganz blöde Idee. Okay. So, ich bin wieder drin. Naja, sehr schön. Metallen aus allen Ecken der See haben wir 10 Skelettthronen an richtig kniffligen Orten aufgestellt. Für jemanden von unserem Schlag ist das eine Leichtigkeit. Für dich hingegen, Das will uns beleidigen. Fortfahren. Ja. Was über der ganzen Welt zu thronen und den Blick über die See schweifen zu lassen, bringt das Blut so richtig in Wallung. Wenn man es denn bis dorthin schafft. Fortfahren. Wir fordern dich heraus, finde sie alle und nimm auf ihnen Platz. Manche sind so groß, dass du und ein Pirat aus einer anderen Crew darauf Platz haben werden. Also tut euch zusammen. Zurück. So. Gut. Achso, gut, dann die anderen beiden haben wir ja schon gelesen, ne? Beim letzten Mal. Ja. Also, wir haben jetzt hier dann bei den Schiffsratten die Belobigung und die sind sozusagen die Hinweise darüber, wo wir die Throne finden können. Ah, okay, dann wollen wir doch mal schauen. Die 8 Dublonen geben, die können wir einfach selber machen, das ist kein Problem. Die anderen, die 12 Dublonen geben, für die müssen wir uns eine andere Crew suchen, mit denen da draufsetzen. Ach, die kriegen wir auch allein hin. Nein, das ist tatsächlich nicht machbar, einfach weil das nur triggert, wenn zwei verschiedene Crews sich zusammen gleichzeitig draufsetzen. So, dann machen wir mal die ganzen Achter. Gut, dann gehe ich mal kurz drüber über die Rätsel. Wir haben zuerst mal, zieh dich zu des Throns Hafen. Das ist Thief's Haven, oder? Das ist doch Thief's Haven. Zieh dich zu des Throns Hafen zurück. Okay, Thief's Haven? Ruhe dich auf dem versteckten Thron. Also, der ist immer versteckt. Setz dich auf den Thron unter den teuflischen Grat, das ist Devil's Witch. Und Devil's Rittge. Der wachende Thron. Okay. Ah. Und der Thron unter den Wogen. Wo siehst du das? Ich habe in den Belobigungen gelesen. Die Belobigung für die Handelskompanie der Schiffsratten. Haben wir nur die beiden Inseln, oder? Das sind nur die beiden, die ich gerade direkt ausmachen kann. Warte mal kurz. Gib mal kurz die Karte. Moment, so. Wir hatten einen versteckten, wenn ich überlege, versteckt könnte Hidden Spring Keep sein, oder? Das könnte auch nämlich auch die Waffenfestung drauf sein. Hidden Spring Keep könnte es sein. Da könnte was sein. Sitze auf dem wachenden Thron, sitze auf dem Thron unter den Wellen. Oder unter den Wellen. Hallo! Findest du, ich bin nur kurz vom Bord gefallen. Ja, nur kurz. So. Eisen? Ja? Während du da guckst, würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zu Devil's Rittge. Das heißt, wir da schon sitzen hinwollen. Vielleicht wäre der Kurs nachher sinnvoller. Andererseits... Also kann ich mir kurz was nachschauen? Ja! Yay! Ich markiere wegen versteckt. Wegen versteckt markierst du schon mal Hidden Spring Keep. Weil es könnte auch für wachend sein. Also entweder versteckt oder wachend ist Hidden Spring. Da sollten wir vielleicht. Ha. Dann markierst du auch schon mal die großen.
Wieso die großen? Damit wir vielleicht trotzdem einfach schon mal schauen können, wo die alle liegen. Ich würde erstmal heute nur die kleinen machen. Was? Jo. Heute nur die kleinen? Ja. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, Eisen. Wie du meinst. Dann machen wir jetzt erstmal nur die kleinen Drohne, die wir als Crew selber kriegen können. Vielleicht haben wir auch das Glück, dass wir irgendwo in einer anderen Crew über den Lake laufen. Dann auf jeden Fall Hidden Spring. Devil Switch, die saven. Und... Ich wünschte, man könnte diese Küche hier benutzen. Wachend, unter den Wogen und versteckt. Und fischen gehen. Fischen gehen, grillen, gleichzeitig uns futtern. Ich könnte kurz dieses Rätsel-Ding so kurz mal abnehmen. Die kleinen Drohne. Ich suche mal kurz. Ich hatte nämlich vorhin irgendwo gesehen, dass auf dem Discord irgendwo ein Bild hochgesetzt wurde. Das habe ich noch nicht angesehen. Gut, die kleinen Drohne. Mermaid's Hideaway. Versteckt, natürlich. Macht Sinn. So, warte. Mermaid's Hideaway, wo warst du gleich? Ganz im Westen. Mermaid's Hideaway. Ach, das ist, ja. Hab ich? Mermaid's Hideaway? N10. N10. Ja. Hidden Springkeep war auch schon richtig geraten, vermutlich für wachend. Ja. Devil's Witch und C7. Okay, damit haben wir schon... Gut, drei hatten wir richtig geraten, die anderen beiden hatten wir keine Ahnung. Ja. Gut, dann haben wir alle. Dann machen wir Devil's Ritge, Thief's Haven. Mermaid's Hideaway. Die großen sind Shipwreck Bay, Plunder Outpost, Marauders Ark, Cannon Cove und Smuggler's Bay. Luft, dein Ernst? Was hat mein Einbüro gefüllt? So, sonst hätten wir... Das schon mal geredet, denn ansonsten würden wir jetzt vermutlich eine Weile. Du hast mich angekotzt. Nein, hab ich nicht. Luf, abschauen, wie du kotzt mich an. Ja, ein Heutek. Gut, da wir ein bisschen Zeitmangel haben, dann nehmen wir uns das Rätsel ein bisschen ab. Bambo kann am Steuer stehen. Und oh, ich glaube, es hat ein paar zu viele. Wir wollten jetzt gerade zuerst nach Devil's Witch runter, nicht wahr? Genau. Also gerade in den Süden. So gebe doch volle Segel. Ja, das könnte gerade schwierig werden. Weil du schon wieder betrunken ist. Warte, jetzt komme ich die Treppe gleich hoch. Versprochen. Dann. Hat jemand einen Wassereimer? Nein. Okay. Woher denn auch? Nein, er ist die Treppe runtergehen. Weil Süden, erstmal schauen, wie Süden ist. Toll, direkt der Gegenwind. Da können wir die Segel drehen, wie wir wollen. Da kommen wir nicht schneller voran, aber drehen wir sie überhaupt erstmal. Ach nee, jetzt Segel nach links. Warte. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, gerade eben hat der Wind mich damit gedreht. Der Elendiger. So. Übrigens, mit dem Teaser-Trailer für die kommenden beiden DLCs, dass unser Dreimaster wurde angekündigt, den wir dann endlich verwenden dürfen. Luf! Also angekündigt wurden Dreimaster, eine Map-Erweiterung und Skelettschiffe. Nein! Pierre, überhaupt? Ich stehe gerade alleine auf dem Schiff, nicht wahr? Time to say goodbye. Wer hat schon reingefressen? Los, wird von Haien gefressen. Nein. Gut, angekündigt oder zumindest im Trailer bestätigt wurde eine Art Map-Erweiterung, ein Zweimaster, den wir mit drei Leuten steuern können. Des Weiteren Skelett-Crews und Schiffe, die dann vermutlich auch Außenposten angreifen. Du? Ja. Du siehst das auch da? Was meinst du, den Sturm oder? Ach, den Sturm nicht. Achso, übrigens, ciao, Eisen. Ja. Und, wie ich gerade... Wo wollte ich... Ah. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ihr habt mich abgelenkt. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich alles erwähnen wollte, was noch reinkam. Bisschen erkomplisch. Dreimaster kommt rein. Zweimaster, Skelettschiffe. Ach ja, Vulkaninseln. In der neuen Map-Erweiterung wird es wahrscheinlich Vulkangebiet sein. Nett.
Oh ja. Ich freue mich vermutlich am meisten auf den Dreimaster. Ja, dann wird es erstmal wesentlich einfacher, so ein Ding zu steuern. Ja. Solange wir leider noch nicht zu viert sind, ist natürlich ein Dreimannschiff einfacher für uns zur vollen Effizienz zu steuern. Ja. Ein bisschen. Die Galeone kriegen wir bisher ganz gut hin. Sollten wir vielleicht die Lichter ausmachen? Na, wir sind auf friedlicher Mission unterwegs, Luf. Was ich sollte kurz. Ich drücke mal kurz die Flagge oben drauf. Unsere Legendenflagge hier. Das ist ein Zattenduster. Ich sehe genauso wenig. Ich sehe vermutlich sogar weniger als ihr, liebe Gemeinde. Na, das glaube ich weniger. So. Doch, ich sehe aller Wahrscheinlichkeit nach weniger. Du bist einfach nur blind. Ich habe Sonnenlicht. Oder generell Licht. Dann besorgt die Vorhänge. Ich habe einen Vorhang, aber der ist weiß. Ich glaube, ich muss nicht den schwarzen Vorhang ersetzen. So, diese Drohne sollen alle an sehr miserablen Ecken rumsitzen. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich mit Kanonen da irgendwie hinschießen. Das wird der Spaß. Wieso nicht klettern? Weil man an einigen dieser Orte gar nicht hinklettern kann. Das wird ein Spaß. Und jeder von uns muss dahin. Das wird ein Scheiß. Ja, das ist der Vorteil, wenn man einfach eine Kanone ausrichten kann. Ja. Wie ist es noch weit? Ja. Ja. Ist es noch weit? Ja. Ist es noch weit? Ja. Wir kollidieren auch ganz sicher nicht mit Dragon's Fall. Wie weit ist es noch? Sehr weit. Ja, schon. Eigentlich kann ich noch nicht sagen, ob wir kollidieren. Also es geht einmal die Mona Lisa zweimal, okay? Okay, machen wir schon die Fortsetzung der Mona Lisa. Mona Lisa. Ja. Davon. Hat damals auch, hat Leonardo da Vinci damals auch auf die Rückseite gezeichnet. Ja. Da hat einfach reingeschrieben, to be continued. Der hat uns prophezeit. Okay. Gut, dann bis später. 6 Stunden später. Das ist doch jetzt schon witzig. Krakenfalle. Da. Hast du gerade Ärger mit der Nase der Mona Lisa 2? Aha. Ja, so ein bisschen. Naja, warum denn nicht? Ich meine das ernstes Mal gerade wirklich. Ich glaube dir. Wie wird denn die Mona Lisa 2 dargestellt? Sie hat ein trauriges Gesicht. Wie sie um 4.20 Uhr am Morgen da aussieht, mit so vier Joints in der Nase. Ja. Boah, ich lieb dieses Merit-Lied. Das ist der absolute Hammer. Ja, das stimmt. Schade, dass man das Legendenlied noch nicht mit rausnehmen kann. Ja. Wäre nett, wenn man es als Legende einfach so starten kann. Irgendwo und nirgendwo. Ja. Aber Eisen? Ja. So weit habe ich es auch nicht mal zur Legende. Ja, das hast du wohl. Ich stehe jetzt kurz vor 34 beim Handelsbund. Hast du übrigens Dinge getan, Bermo? Die Luft bestimmt gefallen werden? Nein, noch nicht. Ja. Nix. Es gibt ein Geigenkonzert. Nein! Wow. Wirklich? Mhm. Dann schick die mir und dann werde ich die aller Wahrscheinlichkeit nach einfach kraken. Was? Den versenken wir dieses Mal. Ist ja nicht so, dass wir den letzten Male schon versenkt hätten. In der Aufnahme haben wir ihn noch nicht versenkt. Wir sind einfach nur durchgefahren durch den Arsch. Ach krass, es gibt einen. Oh Gott, nein, ich bin hier an Bord. Wo ist der Arm? Hey Digga!
haben dir schon letztes Mal gesagt. Du bist nicht mehr cool. Geh weg. Du brauchst ein Körperbild von uns, bis du mit uns anlegst. You shall not pass. Ich muss die Mona Lisa 2 noch unterschreiben. Ich mach mal Mona. Boah, ist der Dreckskrank schon wieder so laut ist. Wir können auch Kanonenkugeln benutzen. Wir haben sowieso nicht voll in Kämpfe zu geraten. Oh nein, er saugt! Ah, okay. Hör auf zu saugen! Du kümmerst dich um ihn? Ja, aber es ist mir egal. Guten Tag. Adios. Ich hol mal ganz kurz die Segel ein, damit wir besser drehen können. Wir haben zwei Tentakel ineinander. Oh. Oh, hi. Lass das. So, alle Segel erstmal einholen, damit wir uns auf der Stelle drehen können. Wir versenken den Arsch jetzt. Oh. Bambo wurde eingelutscht. Bambo? Hast du befreit? Los, machst du gerade die Segel? Nee, es geht schon. Alle Segel hoch. Du willst auf Teufel komm raus den Kraken zerficken, ne? Ja, wir zerficken jetzt den Kraken. Guten Tag, Tentakel. Wenn die Segel draußen sind, können wir uns besser auf der Stelle drehen. Ey, du. Ja, ja, genau du. Komm mal her. Himmel, Arsch und Zwang. Vielen Dank für die Blumen. Hast du ihn gerade mit dem Schwert verprügelt? Ja, natürlich. Wow. Nett. Ich bin ein Hardcore Pirate. Kraken, kannst du das bitte nochmal versuchen? So, zum Beispiel. So, ich bin wieder da. Reicht denn mein Fuß aus? Digga! Oh, reicht ja mal der Kugel aus. Guten Tag! Nein! So, Munitionskiste, ich will nicht die Trommel haben. Nicht die Trommel! Nicht die Trommel? Gerade nicht! Okay, jetzt müssen wir ihn heilen, sammeln. Der Hai kommt aber erst noch eine Weile noch nicht nach. Also der wird braucht noch eine Weile, bis er wieder einfach so Schiffe angreift. Wenn er überhaupt so einfach so Schiffe angreift. Noch nicht. Also der wird es, aber noch macht er es nicht. Kann man den jetzt wieder schaffen? Nein, das ist nicht mehr möglich. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die Kampagne und sowas machen, solange sie da sind. Okay. Da. Nein. Wie funktioniert deine Tentakelanordnung eigentlich, Kraken? Pack die Griffel ein. Ja, ich weiß nicht, aber. Ich denke nicht, dass ein Kraken sich so bewegen sollte. Dass der Kraken sich doch so bewegen, wie er möchte? Ich frage uns eins, warum er am Ende seinen Tentakel im Maul hat. Hey, Bruder, lass das. Hör auf, rumzulutschen. Oh, Hallöchen. Ich drehe unser Schiff mal kurz ein bisschen zur Seite. Oh, wir werden umfasst. Oh! Wunder! Nee, alles drei Schiffe. Los, lass. Luft danach nicht runter reparieren. Ah, oh, shit, das war das. Wir wurden angewidert. Ja, ja. So, wir sind frei. Luft reparieren unsere Löcher. Ja, ja, es kann. Ich muss jetzt mal runter. Oh, ich sehe sehr viel schwarz. Okay. Hast du was dagegen? Gegen Tinte im Gesicht, ja. Guter Punkt. Ey, okay, ey, du da vorne. Hör auf damit. Ich glaube, du lässt das bleiben. Der Kleine lernt es auch nicht, ja? Ich glaube auch. So, ich ziehe uns jetzt gerade. Was meinst du, was du hier plötzlich machst? So, da stand doch gerade so ein einsamer und verlassener
Dieser kurze Ladebildschirm, wenn man das Maul von dem Fies gesogen wird. Oh. Ladebildschirm? Ja. Ja, dieser schwarze Bildschirm. Warum ist er gerade ruhig? Eisen? Ja. Weil er wahrscheinlich tot ist. Ja, nein. Das Wasser will ich. Ah, jetzt ist das Wasser. Wenn mir das Wasser 200 Jahre gebrochen wäre, wegzugehen. Gut, jetzt haben wir den Kraken versenkt. Das ist toll. Alles noch klar. Ja, und wir haben es mal auf der Aufnahme drauf. Yes! Ja. Juhu! Lass mal eine Banane darauf essen. Wie Bananen essen? Was bist du denn für einer? Ja, ich brauchte nur eine einzige. Kann man ja mal machen. Eisen, man stoppt den Bananen-Heldentod. Wie du meinst. Wie du meinst. Sind wir nach Süden gerichtet? Ja, wir sind zwar im Südwesten, aber du kannst Segel setzen. So, ich kümmere mich um das hinterste Segel. Gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Mal Liter 2. Irgendwie ist das Wasser tatsächlich eine ganze Weile noch schwarz gewesen. Ich dachte kurz, die haben jetzt plötzlich irgendwie am Kraken was gemacht. Das ist jetzt, dass man kurz an eine Verschnaufpause bekommt, der was weiteres macht. Aber was erwarte ich denn? So, hier. Eisen, du hast wohl etwa nicht an uns gezweifelt? Niemals. Apropos Bananenspartod. Bist du so angekratzt, dass du das machen musst? Ja. Die Monitor 2 ist fertig, ihr dürft jetzt anschauen. Oh weh. Ich hab voll mein ganz künstlerisches Talent reingesteckt. Kannst mal ansehen. Ja, die werde ich, wenn da möglich das mal einblenden, damit ihr sehen könnt, was eigentlich gerade die Mona Lisa 2 ist. Ah, oh, gestorben. Hey, ich habe extra ein Bild von der Mona Lisa dafür geöffnet. Ich glaube dir. Ist mir nicht. Aber sie ist definitiv besser gelaunt als vorher. Alter. Das arme Mona Lisa Ding. Ups. Achso, ja. Hey, fliegende Holländer! Los, los, kommt erstmal unseren Besanmast! Warum nicht? Ich komme wieder! Nein, tust du nicht. Dab, 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 dab. Hey, du, wie siehst du eigentlich beim Handel momentan? Warte. Ich glaube 26 oder 26, also kurz vor 27. Ah, wir müssen das Wochenende vermutlich ein paar Handelsrunden machen, damit du deine Kleider nicht bekommen kannst. Ja, mein Bruder ist rot, schwarzes Kleid. Und danach wird es hier Pieps Nidano sein. Also vielleicht solltest du doch nichts bekommen. Du hörst immer, wenn neue Sachen dazukommen, nicht wahr? Ja, aber nicht in rot-schwarz. Ich würde sagen, vulkanische Sachen, die klingen ganz schön stark nach Rot-Schwarz, findest du nicht? Oder Orange-Schwarz? So, Devils Ritt geht direkt voraus. Ja. Mein Zeisenprogramm ruckelt. Es kann es mal und zur Fief spielen. Was ist das denn für eine Ketzerei? Schlimme Ketzerei. Du musst Kapuzen-Dios Wultmann rufen, damit er dir hilft. Danke. Hä, was ist denn das für eine Insel? Das da, Bermo, ist Ancient Spire Outpost. Oh, nicht schon wieder. Es geht immer falsch in die Maustaste rein. Okay. Ja. Segel wenden. So, wer hat jetzt nicht verstanden, dass ich das hintere Segel mache? Es geht schneller, wenn man es zu zweit. Nein! Mach's alleine. Ja, mach ich auch. Für immer. Oder wir richten einfach die Segel immer zwischendrin ein, wobei es im Gegenwind eigentlich nicht machbar ist. Luft, hilfst du mir mal? Was? Mach's doch alleine. Ich habe deine Hilfe nicht abgelehnt. Bermus spricht für euch beide. Tada. Das halte ich für eine Lüge. Da 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 da. Komm, Bebo, pfeif uns das Lied. Haben wir es eigentlich schon mal betrunken getestet?
Sekunde. Du willst jetzt kurz vor der Insel dich betrinken? Ja. Hey, Fran. Klingt eine super Idee. Halt das nicht kurz auf Rechnung. Ist ja nicht so, dass ich hier auch noch stehen würde, ne? Jetzt könnt ihr euch besaufen. Es ist wunderschön. Oh, oh meine Ohren! Nein, Luft! Oh, ist das überall unter Wasser? Eisen, mach dich mal nützlich und mach das mittlere Segel hoch. Das war der Plan. Jetzt müssen wir gleich mal rausfinden, wo auf der Welt sitzt der verkackte Thron sich überhaupt befindet. Meerjungfrau Mann? Obwohl, warten wir, bis er ausgenüstert ist. Eisen? Das vorderste Segel? Ja, ja. Ich taumel gerade hin. Habt Spaß ohne meine Hilfe. So, wir halten jetzt einfach ganz frech da vorne an dieser kleinen Insel. Wir halten am besten per Segel, weil mit Anker wird sich nicht großartig lohnen. Wir müssen das Schiff sowieso gleich durch die Gegend bewegen, wenn wir wissen, wo der Thron sich überhaupt befindet. Ich hab nichts mehr zu trinken. Ich hab dir gesagt, du sollst dich vorbereiten. Ja, aber es hatte ja nichts mehr da. Gut, das kann natürlich ein Problem sein. Hey, da sind Schweine und Schlangen. Sachen gibt's. Da ist der Thron, ich seh ihn schon. Ankern, ankern! Wo da? Siehst du diesen kleinen bewachsenen Vorsprung da? Unter der riesigen Klippe, da ist der Thron. Ah, da! Also, Kanone ausrichten und Attacke. War gut? War gut. Ja, läuft, ist perfekt. Wie kann man das hinsetzen? Nein! Ich bin knapp drunter geflogen. Luft, du hast gelogen. Was? Nee, die Kanone habe ich danach auch kurz ein bisschen umgestellt, aus purer Gewohnheit. Warum, Eisen? Weil ich nicht gesehen habe, wo Luft dahin gesegelt ist. Antwort an. Oh.